Die Kreissparkasse Traunstein-Trostberg stellt am 2. Mai 2022 ihr Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres 2021 vor. Der Vorstandsvorsitzende Roger Pawelek zeigte sich zufrieden. Wir sind mit dem Ergebnis 2021 sehr zufrieden. Wir konnten das Kreditgeschäft deutlich ausbauen, deutlich über 12% Wachstum im Kreditgeschäft verzeichnen. Und auch das Provisionsgeschäft war sehr erfreulich, mit Ausnahme des Bauspargeschäftes. Konnten wir sowohl im Versicherungsbereich als auch bei den Provisionseinnahmen aus dem Wertpapiergeschäft deutliche Zuwächse verbuchen, ebenso wie im Immobiliengeschäft. Sind wir sehr zufrieden, alles in allem, und konnten auch mit dem sehr guten Provisionsergebnis den Rückgang im zinstragenden Geschäft mehr als kompensieren. Es zeigt sich, dass die Anstrengungen und die Strukturveränderung der letzten Jahre jetzt so langsam ihre Früchte zeigen und dass wir damit auch gut positioniert sind für die Zukunft, die sehr unsicher ist. Wir haben durch Corona, aber jetzt auch durch den Ukraine-Krieg und daraus resultierend durch die Veränderung der Rohstoffpreise und der Knappheit vieler Waren, von denen wir es gar nicht dachten, dass sie knapp sein könnten, natürlich sehr unsichere Zeiten, aber aufgrund der strukturellen Veränderung der Vergangenheit, der Investitionen, die wir getätigt haben, der Veränderung, die wir vorgenommen haben, sind wir auch für das nächste Jahr sehr gut gerüstet, wie wir glauben. Der Zinsüberschuss verringerte sich um 500.000 Euro bzw. 1,5%. Dagegen konnte der Provisionsüberschuss um 3,9 Millionen Euro auf insgesamt 18 Millionen Euro gesteigert werden. Der ordentliche Aufwand stieg um 1,3 Millionen Euro. Ja, bei einem Marktumfeld von flachen Zinsen und einer hohen Inflation war es die richtige Entscheidung unserer Kunden, in Immobilien, Aktien und Versicherungen zu investieren. Und dabei konnten wir sie erfolgreich unterstützen. Und deswegen freut mich das Ergebnis auch sehr, das wir hier erzielen konnten. Und es wird sich auch in 2022 nicht ändern. Auch wenn die Zinsen nach oben gegangen sind, die Inflation ist auch entsprechend gestiegen. Und deswegen haben wir weiterhin dieses Marktumfeld, wo es wichtig ist, in vielen Assetklassen sein Vermögen zu streuen. Und da wollen wir unsere Kunden weiterhin erfolgreich begleiten. Das Kreditvolumen konnte wie bereits in den Vorjahren um 171 Millionen Euro deutlich gesteigert werden. Negative Entwicklungen aufgrund der zuletzt starken Zinsanstiege sind derzeit noch nicht erkennbar. Die jüngste Zinsentwicklung zeigt momentan noch keine Wirkung am Markt. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben bereits in der Vergangenheit darauf hingewirkt, dass die Tilgungsraten bei unseren Immobilienfinanzierungen erhöht wurden. Das heißt, die klassische 1%-Tilgung, die man noch vor vielleicht 10 oder 15 Jahren als normal angesehen hat, die gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden haben in den vergangenen Jahren bereits das Niedrigzinsumfeld dazu nutzen können, ihre Kredite deutlich zu tilgen, sodass bei Prolongationen jetzt keine Probleme entstehen. Natürlich kann es dazu führen, dass aufgrund der Veränderung der Zinsen der ein oder andere jetzt, gerade im Hochpreissegment, jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird, es eine, ich sag mal, gesunde Beruhigung am Markt geben könnte. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass aufgrund des niedrigen Angebotes an Bauland, der weiterhin großen Nachfrage, des Zuzugs und der historisch immer noch günstigen Zinsen die Nachfrage weiterhin stabil auf hohem Niveau bleiben wird, und sehen momentan da noch keine signifikante Veränderung. Größere Auswirkungen hatte 2021 das Urteil des Bundesgerichtshofs zu den AGB-Änderungsmechanismus. So wurden alle Kunden über das Urteil informiert, was zu einer hohen Anzahl an Briefen und Nachrichten im elektronischen Postfach führte. Das Urteil hat uns sehr verwundert, muss man zunächst einmal sagen. Seit über 70 Jahren ist es bestehende Praxis, durch stillschweigende Zustimmung des Kunden die AGB zu verändern. Es ist in anderen Wirtschaftsbereichen auch heute noch so. Denken Sie an die Gasversorger, denken Sie ganz prominent auch an Netflix, die nicht explizit nachfragen bzw. sich dann schriftlich bestätigen lassen, dass sie einverstanden sind mit der Veränderung. Jetzt haben wir dieses Urteil, wir haben darauf reagiert, wir haben zum 01.07.2022 die Preise rückwirkend auf die Stände von 2018 angepasst, haben auch entsprechend dort, wo Kunden sich bei uns gemeldet haben, Erstattung vorgenommen. Es waren erstaunlicherweise wenig Kunden, die sich da gemeldet haben, die auch ihren Unmut kundgetan haben. Augenscheinlich war diese Praxis aus Kundensicht in Ordnung. Nur die Richter haben es anders gesehen. Das stimmt uns hoffnungsvoll. Gleichwohl müssen wir natürlich in der Zukunft jetzt erhöhten Aufwand betreiben, um Veränderungen herbeizuführen, rechtssicher herbeizuführen.
Wir machen das auf allen Kanälen, die sich da uns bieten. Die Kunden können am Geldautomaten, sie können übers Online-Banking, über die App, aber natürlich auch ganz klassisch über die Post. Wir haben entsprechende Unterlagen zugeschickt oder durch einen Scan eines QR-Codes dann die Zustimmung zur neuen AGB geben. Oder auch natürlich, das würde uns auch sehr freuen, dann beim Berater direkt im Gespräch. Auch das ist möglich, also das heißt, alle Wege stehen offen, der Kunde hat die Wahl und es ist relativ einfach, dort die Zustimmung jetzt auch in der neuen Form rechtssicher abzugeben. Im November 2021 wurden schließlich die neuen Kontomodelle eingeführt. Die bisherige Resonanz fällt positiv aus. Ja, da haben wir eine sehr positive Resonanz unserer Kunden. Unsere Terminkalender sind voll mit vielen Gesprächen zum Thema Chiemgau-Bonus. Und unsere Kunden honorieren, dass wir hier die Regionalität fördern wollen, dass wir der Netzwerkpartner im Landkreis sein wollen und dass unsere Kunden ihre Kontoführungsgebühren dadurch reduzieren können, dass sie in der Region einkaufen, in der Region Vereinsmitglied sind, in der Region spenden und uns auch als Hausbank mit Cross-Selling-Produkten wahrnehmen. Und über unsere Paketlösungen können wir maßgeschneiderte Produkte für unsere Kunden kreieren und das wird sehr positiv angenommen.